Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Welt der Märchen, der Mythen, der Mystik. Willkommen in der Welt der Fantasie, der Poesie. Warum Märchen, werden Sie sich fragen? Nun, davon erzählt meine kleine Geschichte. Vor langen Zeiten, da lebte einmal eine alte Frau. Sie trug den Namen Frau Wahrheit. Frau Wahrheit wanderte durch die Straßen der großen Städte, aber wo sie auch hinkam, überall wichen die Menschen vor ihr zurück. Sie schlugen ihr die Türe vor der Nase zu, sie wechselten auf die andere Straßenseite. Und endlich erkannte Frau Wahrheit, dass sie in den großen Städten keine Heimat mehr fand. Da wandte sie sich hinaus auf die Straßen der Landstraße. Und dort kam ihr eine andere alte Frau entgegen, die trug schöne, bunte Gewänder. Sie hatte den Namen Frau Märchen. Als Frau Märchen die niedergeschlagene Frau Wahrheit sah, da sprach sie: Liebe Frau Wahrheit, was ist denn mit euch? Warum seid ihr so kummervoll? Ach, Frau Märchen, die Menschen lieben mich nicht mehr. Die Menschen möchten nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie meiden mich. Das liegt wohl daran, dass ich schon so alt bin. Aber nein, liebe Frau Wahrheit, an eurem Alter kann es doch nicht liegen. Seht einmal, ich bin ja ebenso alt wie ihr, ja, ich bin ja noch viel älter. Aber mich lieben die Menschen. Ich glaube, Frau Wahrheit, es liegt daran, dass ihr das Geheimnis der Menschen nicht kennt. Die Menschen lieben die Schönheit. Die Menschen lieben es, sich zu schmücken. Die Menschen lieben Pracht, Glanz und Herrlichkeit. Ich schenke euch ein paar meiner schönen Märchengewänder und ihr werdet sehen, auch ihr seid überall herzlich willkommen. Ja, und seit damals ziehen Märchen und Wahrheit Hand in Hand durchs Leben und sie sind überall herzlich willkommen. Und ich, meine Damen und Herren, ich wünsche mir, dass ich auch bei Ihnen herzlich willkommen bin. Wenn Sie das Besondere suchen, Geschichten, die keiner spricht, wenn Sie Worte suchen, die nur wenige kennen, dann steigen Sie ein auf den fliegenden Teppich der Fantasie und reisen Sie mit mir vom Orient zum Okzident.